Es ist Samstagmorgen. Die Temperaturen liegen knapp über 0 Grad. Wir befinden uns im Stadion des Fußballvereins Anker Wismar. Hier werden heute 21 Sportlerinnen und Sportler ihre Prüfung zum Schiedsrichter ablegen. Durchgeführt werden Lehrgang und Prüfung vom Kreisfußballverband Schwerin-Nordwestmecklenburg, kurz KFV. Die Prüfung besteht dabei aus zwei Teilen, Praxis und Theorie. In der Praxis müssen die Teilnehmer 12 Minuten laufen und in dieser Zeit mindestens 2 Kilometer schaffen. Für die meisten kein Problem, sind sie doch aktive Sportlerinnen und Sportler. Andere treiben zwar Sport, dürfen aber aufgrund verschiedenster Verletzungen nicht mehr aktiv spielen. Die Gründe, sich für den Erwerb der Schiedsrichterbefähigung zu entscheiden, sind vielfältig. Ohne Schiedsrichter wäre Fußball halt nicht möglich, weil Schiedsrichter müssen halt alles wissen. Und ja, und ich habe halt früher als Kind schon immer die Pfeife im Mund gehabt, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Weil ich finde, Fair Play im Sport ist wichtig und auch fit zu bleiben, es macht mir Spaß. Ich möchte Schiedsrichter werden, weil ich viel Wert darauf lege, Regeln richtig zu pfeifen. Und ich auch hier in diesem bei Anker Wismar, bei Matthias, sehr gut darauf vorbereitet wurde. Warum möchte ich noch Schiedsrichter werden? Um mich auch persönlich ein bisschen mit der Fitness fit zu halten. Im Theorieteil müssen dann noch einmal 30 Fragen beantwortet werden. Besteht man beide Prüfungen, dürfen die ersten Spiele gepfiffen werden. Natürlich immer noch mit einem Mentor an der Seite. Aktuell fehlt es gerade an Nachwuchsschiedsrichtern in Mecklenburg-Vorpommern, wie uns Matthias Tietze-Böhm vom Kreisfußballverband Schwerin-Nordwestmecklenburg erklärt. Wir haben durch die Corona-Zeit kaum Probleme Ü50. Also die älteren Schiedsrichter sind beigeblieben. Auch darunter ist es völlig okay, also bis 18. Aber von 0 bis 18, also von 12 bis 18, haben wir einen totalen Schwund, weil die sich nicht ausbilden lassen haben in den Jahren. Also der Unterbau fehlt und das wird uns ja irgendwann auf die Füße fallen. Weil die Älteren hören ja irgendwann auf. Und früher hatten wir unten, sage ich mal, im Land 800 Schiedsrichter bis 18 und jetzt haben wir zurzeit vielleicht 300. Es bleibt zu hoffen, dass sich fortan wieder vermehrt Mädchen und Jungen für die Ausbildung zum Schiedsrichter entscheiden, um so die regionalen Vereine zu stärken.